Ich habe als Kind stundenlang Ivan Iron Man Stewarts Super Offroad auf dem NES gezockt und war begeistert, obwohl ich mich immer gewundert habe, wer denn dieser Stewarts ist. Von diesem Spiel gibt es aber auch einen Port für den Game Boy. Dieser verzichtet auf den großen Namen auf dem Cover. Heißt das dann auch, dass es wenig Spielspaß bietet? Was taugt Super Offroad für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von NMS Software programmiert und von TradeWest in den USA 1992 veröffentlicht. Eine Region ging leider dabei leer aus. Wie der Name es schon andeutet, spielt er hier Offroad-Rennen aus der Draufsicht heraus mit Geländewagen. Dementsprechend sehen natürlich auch die Strecken aus. Auf den Rundkursen sind so einige Hindernisse wie Hügel, Matschpfützen, Rillen und so weiter verteilt. Eure Aufgabe ist es nun natürlich in jeder Runde möglichst gut abzuschneiden und eure drei Gegner zu übertrumpfen. Ihr müsst wenigstens Vorletzter werden, um weiterzukommen. Solltet ihr auf den letzten Platz landen, ist jedoch nicht sofort Schluss, sondern ihr verliert einer eurer Credits. Je nachdem, welchen Platz ihr erlangt habt, bekommt ihr eine gewisse Summe an Preisgeld. Je besser ihr abschneidet, desto mehr Geld gibt es natürlich. Geld spielt bei dem Ganzen eine sehr wichtige Rolle, da ihr damit zwischen den Rennen Upgrades für euer Auto kaufen könnt. Ihr könnt euch Nitro-Anwendung, neue Reifen, bessere Stoßdämpfer, bessere Beschleunigung oder eine höhere Maximalgeschwindigkeit kaufen. Das ist ein sehr wichtiger Bestandteil, da ihr in den späteren Rennen nur mit einem gut getunten Auto so wirklich eine Chance habt. Im Rennen fällt die Steuerung relativ simpel aus. Mit einem Knopf gebt ihr Gas und mit dem anderen könnt ihr klassisch den Nitro-Boost zünden. Ab und an gibt es während des Rennens auch neue Boost-Anwendungen oder Geldsäcke zum Einsammeln. Kommen wir aber bei den Rennen nun zu dem großen Knackpunkt bei diesem Spiel. Die Steuerung, die ist nämlich sehr schwerfällig. Klar, so ein Geländewagen steuert sich natürlich anders als ein Sportwagen, aber hier ist die Lernkurve sehr hoch und damit muss man auch erst einmal klarkommen. Ihr seht es wahrscheinlich schon seit einer grauen Weile an den eingeblendeten Gameplay-Szenen. So wie es aussieht, spielt es sich auch. Das heißt, es ist alles sehr, sehr schwerfällig. Das kann man jetzt mögen, muss man natürlich nicht. Gefühlt wird das Spiel auf diese Art schwerer, als es eigentlich nötig wäre. Grafik und Sound sind auf einem nicht wirklich beeindruckenden Niveau, selbst was Gameboy-Portierung angeht. Letzteres mag dabei noch durchaus in Ordnung gehen. Die Musik ist okay, wiederholt sich aber immer sehr, sehr schnell und nervt dadurch nach einiger Zeit. Und die Fahrgeräusche sind im Prinzip das, was ihr erwartet. Immerhin wurde auf ein eintöniges, nerviges Motorengeräusch verzichtet. Die Grafik hingegen könnte durchaus Optimierung vertragen. Ständig gibt es Clipping-Fehler und das stört einfach nach einer Weile. Was taugt Super Offroad für den Game Boy also heute noch? Ich muss sagen, dass ich durchaus etwas enttäuscht bin. Das grundsätzliche Spielprinzip sagt mir heute wie damals immer noch zu. Allerdings ist die Portierung auf den Game Boy technisch einfach nicht gut gelungen. Es bewegt sich alles viel zu schwerfällig und ich habe immer das Gefühl, eher gegen die Technik als gegen den Gegner zu kämpfen. Spielt daher lieber die NES-Version. Das war der Test zu Super Offroad für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten hören oder sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.